Ich bin Henry Torno, bin 23 Jahre jung, komme ursprünglich aus Jena und wohne jetzt seit 3 Jahren in Koblenz. Ich bin hergekommen für das Studium Betriebswirtschaftslehre hier an der Hochschule und bin jetzt nach 6 Semestern fertig, habe den Bachelor in der Tasche und mache mich als Fotograf selbstständig. Was auch heißt, dass ich gerne hierbleiben würde und werde in der Region, weil es mir einfach sehr gut gefällt, weil ich mir hier eine super Basis aufgebaut habe und einfach gut angekommen bin. Ich habe hier schnell gemerkt, dass es eine wunderschöne Stadt ist, auch zum Fotografieren, also um Landschaftsbilder zu machen. Habe dann auch rechtzeitig damit angefangen, hier die Stadt zu fotografieren, von den schönen Seiten. Habe die auf meine normale Facebook-Seite hochgeladen und habe mir überlegt, geht es nicht vielleicht besser oder anders? Und habe dann, das war nicht meine Idee, ich habe das schon bei anderen Städten gesehen, dass es da wirklich so stadtspezifische Seiten gibt, die wirklich nur Bilder von der Stadt haben. Hab mir gedacht, probierst du auch mal aus, kostet ja nichts auf Facebook. Genau, und hab dann die Seite Schönes Koblenz erstellt und da angefangen, wirklich fortwährend immer wieder neue Bilder zu machen und auch hochzuladen. Ich habe schnell gemerkt, dass die Bilder sehr gut ankommen. Die Leute freuen sich darüber, wenn sie schöne Bilder von ihrer Heimatstadt sehen. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich freue mich auch, wenn ich tolle Bilder aus Jena sehe. Genau, und so nahm das dann seinen Lauf und hat immer größere Maße auch angenommen. Also mittlerweile bekomme ich bis zu 3.000 bis 4.000 Likes für ein Bild und die Reichweite, also es sehen teilweise über 500.000 Menschen und das ist natürlich einfach toll für mich, das so zu sehen. Gute Landschaftsbilder zu machen bedeutet für mich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, und die richtige Zeit bedeutet bei mir zumindest früh morgens oder spät abends. Das ist dann so die Zeit, wo auch die Lichter in der Stadt angehen, der Himmel noch nicht ganz dunkel ist, sondern schön bläulich. Das gibt immer tolle Motive. Dann ist natürlich der Bildaufbau auch sehr wichtig. Man hat dann, oder ich mache das immer so, dass ich mein Hauptmotiv habe. Zum Beispiel das deutsche Eck hier in Koblenz, ganz typisch. Und gucke dann immer noch, dass ich einen Rahmen drumherum bekomme. Also entweder, dass vielleicht so ein bisschen Baum noch mit links, rechts dabei ist und den ganzen das einen Rahmen gibt, sodass der Blick wirklich in die Mitte des Bildes gelenkt wird. Nach 3 Jahren hier in Koblenz darf ich mich jetzt oder kann mich jetzt selbstständig machen als Fotograf, was für mich ein großer Traum ist. Und neben den Koblenz-Bildern fotografiere ich auch sehr gerne und liebend gerne Hochzeiten und Veranstaltungen. Einfach Bilder, wo viele Gefühle und Emotionen mit dabei sind. Was willst du jetzt alles draufkriegen? Baum, Festung und Denkmal. Genau. Ich finde meine Motive, indem ich einfach mit offenen Augen durch den Alltag und durch die Welt gehe. Das heißt, immer wenn ich unterwegs bin, gucke ich schon immer links und rechts ein bisschen, was gut aussehen könnte oder was einfach gut aussieht. Merke mir das dann und komme dann zu einem passenden Zeitpunkt nochmal wieder, um das fotografisch dann auch schön einzufangen. I hold in your breath.